Jetzt mal rein zum bisschen Grundwissen hier vermitteln in Sachen Strahlen. Ich bin da, ich weiß noch aus der Schule, zum Beispiel von der radioaktiven Strahlung gibt es drei verschiedene Stücke. Da fliegen die beiden Teilchen, aus denen das Atom besteht, im Endeffekt jetzt mal ganz blöd gesagt, die fliegen rum, das ist die Alpha- und die Beta-Strahlung, und die stoßen wieder andere Teilchen an, die auch wiederum zerfallen. Jetzt gibt es die Gamma-Strahlung, das ist eine wirkliche Strahlung im eigentlichen Sinne und kein Teilchen, das da herumirrt, sondern eine ganz hochfrequente Strahlung. Und ich erinnere mich jetzt noch an meine Fotografie-Ausbildung, da hat es mal geheißen, es gibt verschiedene, da hat man es quasi so ein bisschen eingedampft, es gibt diese ganzen verschiedenen Strahlen. Am Anfang hat man irgendwo die Wärmestrahlung, dann kommt das Infrarotspektrum, was man auch noch nicht sehen kann. Dann kommt dieser Bereich des sehbaren Lichts, also für uns Menschen, der reicht dann irgendwo von Rot bis Blau. Und nach Blau bzw. Violett haben wir dann das ultraviolette Licht, das wir auch wiederum nicht sehen können. Das also dann quasi noch schneller oder eine noch höhere Frequenz hat als die Wärme und als die Lichtstrahlen, die wir sehen können. Genau, dann kommen wir noch in den Röntgenstrahlenbereich und dann eben in den Gammastrahlenbereich. Ja. Und die Sonne, die diese chemischen Prozesse, die quasi verbrennt, oder verbrennt ist das falsche Wort, die fusioniert und strahlt alle dieses komplette Spektrum einfach so im Großen und Ganzen ab. Also da kommt Wärme bei uns an, da kommt Licht bei uns an und der Großteil der richtig schlimmen Strahlung, der uns jetzt da pulverisieren würde vielleicht, die oder was ja auch immer mit uns machen würde, die wird von dem Magnetfeld abgehalten. Und dann gibt es jetzt aber auch noch solche Sachen wie Elektrosmog, stehende elektrische Felder, wo ich schon mal gehört habe, da könnte man Samen damit beeinflussen. Also Samen im Sinne von von Tieren oder von Pflanzen, die man halt wieder ausbringt. Und dann solche Sachen wie dieses WLAN-Gedöns, das sind ja irgendwie pulsierende, wechselnde Felder, ich weiß es nicht ganz genau, aber das ist auch wieder was anderes. Kannst du mich da ein bisschen aufklären und vielleicht das mir helfen, irgendwie einzuordnen? Wow, das ist eine ziemlich umfangreiche Geschichte. Mit Funkstrahlung, da kenne ich mich wenig aus. Ich kann da nur auf ein Experiment verweisen, das irgendwo in Skandinavien eine skandinavische Schulklasse gemacht hat, die die Auswirkungen eines WLAN-Netzes auf Kresse-Samen war es, gemacht hat und also getestet hat. Und das Experiment fiel halt sehr, sehr fantastisch aus, sodass tatsächlich in der Nähe eines WLAN-Routers Kresse-Samen nicht gekeimt haben. Aber ich meine, das wäre das just ein Experiment, das so einfach durchführbar ist. Das kann jeder machen. Kann jeder selbst. Das müsste doch eigentlich jeder Wissenschaftler, der sich ansatzweise mit sowas beschäftigt, sollen wir WLAN-Router in die Häuser installieren? Kann man das den Familien zumuten? Ich meine, sowas, das müsste doch getestet werden. Man kann doch auch nicht eine Cornflakes-Packung mit Arsen rausgeben und sagen, so, das wird schon gut schmecken oder so. Also wenn das irgendwie einen Einfluss hätte auf, weiß nicht, auf Pflanzen, auf Menschen, das müsste doch die ganze Welt eigentlich wissen. Und so kleine Kinder können das beweisen. Ja, die Industrie hat natürlich kein Interesse daran, das zu beweisen. Und im Grunde genommen hat der Rest der Menschen doch auch kein großes Interesse daran, dass es bewiesen wird. Weil auf einmal müssten wir wieder Kabel verwenden, das will ja auch keiner, oder? Und im Grunde genommen haben wir uns das doch selber eingebrockt. Wir haben gesagt, wir wollen kabellos überall kommunizieren können und natürlich haben wir jetzt über irgendwelche Informationswellen durch die Gegend fliegen, deren Auswirkungen auf uns überhaupt noch nicht wirklich getestet sind. Und wenn es nach der Industrie geht, auch überhaupt nicht getestet werden sollen. Weil offensichtlich gibt es dort Gefahren und diese Gefahren werden runtergespielt, ganz klar. Aber auch da können wir einfach keine verlässlichen Experimente vorweisen. Und
Und auch wenn ich sowas jetzt sage, öffentlich, dann wird es ganz viele vor dem Bildschirm geben, die sagen, ja, ach, das ist doch alles nur Einbildung. Und ja, gut möglich. Aber da bin ich wieder bei dem Punkt, es gibt meiner Meinung nach Menschen, die reagieren tatsächlich empfindlicher darauf und es gibt Menschen, die reagieren nicht so empfindlich darauf. Anhand der, was du auch vorhin gesagt hast, das Strahlungsspektrum der Sonne, das sehr, sehr, sehr breit gefächert ist, wo ja wirklich alles an Strahlung vorhanden ist, von Infrarot bis Gamma-Strahlung. Und ich immer wieder feststellen muss, dass bestimmte Arten von Strahlungen nur bei bestimmten Menschen wirken, sehe ich das genauso auch bei Funkzellen, dass es bestimmte Menschen gibt, die Antennen dafür haben. Und andere Menschen wiederum sind in der Hinsicht eben nicht so öffentlich. Und das ist wieder was, wo wir endlos diskutieren können, wo tatsächlich die Realität, das ist so subjektiv. Ja, wo ich natürlich, und ich habe ganz viele solche Diskussionen auch bei mir im familiären Umfeld gehabt, wo ich mich schon als sehr sensitiv solchen Sachen gegenüber betrachte. Ich habe mit Personen aus meiner Familie da total aneinander geraten, weil die das nicht empfinden. Und ich kann nicht hingehen und sagen, ich empfinde es, also musst du es ja auch empfinden. Nein, wir stecken da in unterschiedlichen Körpern. Wir haben ganz unterschiedliche Voraussetzungen, ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Und das müssen wir auch in jeder Diskussion erstmal respektieren. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, vor der eigentlich alle Menschen stehen, die solche Themen diskutieren, überhaupt erstmal ihren eigenen Standpunkt mal zu verlassen. Ja, du hattest gefragt, was die unterschiedlichen Wellen angeht, Wellenformen. Da sehe ich halt immer wieder, dass diese höherfrequenten Wellen wie Röntgenstrahlen jetzt als ganz passables und auch sehr aktuelles Beispiel eben auch nur von einigen wenigen Menschen wahrgenommen werden. Aber es sind immer wieder dieselben Menschen und derselbe Typ Mensch, der sich selbst als sehr sensibel betrachtet. Es sind höherfrequente Wellen und da kommen wir halt auch wieder in so einen leicht spirituellen Bereich hinein. Und die niederfrequenteren Wellen werden eben von Menschen stärker wahrgenommen, die eben ja, weniger Bezug zu ihrer Spiritualität, zu ihrem Fühlen, zu ihrer Feinfühligkeit haben. Und ich denke, dass wir als Menschen weitaus mehr wahrnehmen können, als nur diesen winzigen Bruchteil des sichtbaren Lichtes, der 5% des elektromagnetischen Wellenspektrums vielleicht ausmacht. Und wir vielleicht lernen müssen, wenn wir solche Themen betrachten, einfach auch wieder mehr auf unsere Gefühle zu achten. Weil, wie gesagt, es gibt Menschen, die empfindlicher sind und unser Körper scheint ein sehr, sehr wichtiges Instrument zu sein, um uns überhaupt damit auseinandersetzen zu können. Ich habe mal gehört, dass Kinder je früher, umso stärker anscheinend, die mit dem Handy telefonieren und das also sehr nah an ihr Ohr halten, dass da auch Studien durchgeführt worden sind, dass quasi die Hirnaktivität bzw. die, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, also dass es quasi so verschiedene Modi gibt, in denen ein Mensch funktioniert, jemand, der hyperaktiv ist, der läuft ein bisschen höher, frequenter und nimmt vielleicht manche Sachen gar nicht so stark wahr, weil er gerade halt in seinem Hibbeligkeitsding drin ist. Und es gibt so verschiedene Phasen quasi, in denen man aktiv ist. Und dass das die vor allem Kinder ungemein hochpushen würde, wenn die länger mit dem Mobiltelefon halt am Ohr telefonieren. Oh, da hilft uns die gute alte Logik weiter. Wenn wir uns überlegen, mit welcher Leistung ein Handy strahlt, dann können wir uns auch dann einfach vorstellen, welche Auswirkungen das tatsächlich auf Nerven und Pulse hat. Und so ein Handy strahlt mit 0,5 bis 1 Watt. Ich glaube, auf maximal 2 Watt bekommt man es hochgepowert. Und das ist nicht gerade wenig für ein elektrisches Feld. Und wenn wir überlegen, dass das Aktionspotenzial eines Nervs im Gehirn bei 100 Milliwatt liegt, dann kann man sich schon vorstellen, dass die Sendeleistung eines Handys am Ohr eben ausreicht, um bestimmte Aktionspotenziale der Nerven auszulösen, also bestimmte Prozesse in Gang zu setzen, die eigentlich so nicht beabsichtigt sind,
Also quasi Nerven zu aktivieren, die nicht aktiviert werden sollten. Und es ist auch keine Magie oder irgendwelche Firlefanz, das ist ganz normale Physik. Die Nerven im Gehirn sind nicht so gut isoliert wie die Nervenfaser im Arm oder so. Im Gehirn hat man keine so starke Nervenisolation. Und natürlich wirkt sich das dann auch darauf aus. Ich habe mal so einen ganz lustigen Fall, dass sich viele Eltern in einer Schulklasse darüber beschwert haben, dass jetzt ein WLAN-Router im Klassenzimmer eingebaut werden sollte. Und das hat die schlimme Strahlung des WLAN-Routers jetzt ihre Kinder krank machen würde. Und ich weiß nicht genau mit wie viel, aber es ist ein Bruchteil eines Watts, ein WLAN-Router sendet. Aber wenn man bedenkt, dass die Kinder tatsächlich die ganze Zeit ihre Handys bei sich tragen und die ständig bei einem Watt oder einem halben Watt Sendeleistung kriegen, dann ist es im Grunde genommen ein Witz, sich über WLAN-Router aufzuregen. Da ist die Sendeleistung deutlich geringer. Ich glaube, wir haben bei dieser ganzen Diskussion haben wir ein grundsätzliches Problem. Wir sehen einfach, dass es Interessengruppen gibt und diese Interessengruppen haben eben viel Geld und eben die Möglichkeit zu sagen, wir wollen, dass diese Ergebnisse veröffentlicht werden und wir wollen, dass bestimmte Testergebnisse nicht veröffentlicht werden. Und das ist die Telekommunikationsbranche in einem hohen Maße, aber natürlich, wir müssen sehen, wer steht da alles hinter. Das sind ja gigantische Industriezweige. Das ist ja die ganze Technikbranche, die WLAN-Router, Handys etc. pp. Alles herstellt. Die können jetzt nicht auf einmal sagen, ja, tut uns leid, aber wir wissen jetzt seit 10 Jahren, dass das hier Krebs erregt oder dass das eure Kinder hyperaktiv macht oder sowas. Was das für die bedeuten würde, ist ja klar. Und da stehen natürlich auch große Lobbyverbände hinter, die da einen Einfluss drauf haben. Insofern haben wir Menschen, also wir, das gemeine Volk im Moment das Problem, dass profitorientierte Unternehmen im Moment bestimmen, was wir an Informationen bekommen und was nicht. Und das ist ein gigantisches politisches Dilemma. Diese Menschen bestimmen im Grunde genommen, was wir über die Realität wissen und was nicht. Und das ist eine Grundsatzdebatte, die wir als Menschen mal langsam zu führen haben. Wir stehen unter einem wissenschaftlichen Dogma. Ich bin, Wilhelm sagt, ich bin ein großer Freund der Wissenschaften, der Naturwissenschaften, Biologie, Physik, Chemie. Aber ich bin kein großer Freund davon, wenn diese Wissenschaften dazu benutzt werden, um Theorien der Menschen, also um Fragestellungen der Menschen, wie zum Beispiel, sind Handystrahlung gefährlich? Oder ähnliches, oder gibt es halt Chemtrails, einfach abzuschmettern und zu sagen, hey, das hat ja nichts mit Wissenschaft zu tun, also gucken wir uns das nicht an. Das ist im Grunde genommen, zeigt mir das, dass die Wissenschaft als solche in einer großen Krise steckt und als Mittel der Propaganda oder als Mittel zur Unterdrückung von ernst gemeinten Fragen benutzt wird. Und das ist ein Phänomen, was man überall beobachten kann. Ernst gemeinte Fragen werden von Wissenschaftlern abgeschmettert, die einfach sagen, ihr seid ja selbst keine Wissenschaftler, also was habt ihr denn zu melden? Warum stellt ihr überhaupt Fragen, ihr habt nicht studiert? Und so kommen wir in dieser Welt nicht weiter. Wie gesagt, es werden ganze, ganz, ganz wichtige Informationsquellen, wie eben das Fühlen des Menschen, die Innenwelten, werden vielfach ausgeklammert. Und das führt dazu, dass wir uns wissenschaftlich nicht besonders weiterentwickeln, nur in eine immer technologisiertere Richtung hinein. Und die Technologie hat uns zwar ganz, ganz tolle Segen gebracht, aber letzten Endes auch ganz große Katastrophen. Ich denke da jetzt auch nochmal an Atomwaffen. Und ja, ich denke, dass wir da eine Grundsatzdiskussion benötigt haben. Und die Wissenschaft von heute kann, weiß Gott, nicht alles beantworten. Sie darf sich nicht anmaßen, zu sagen, dass sie die Wahrheit kennt. Genauso wie wir, also du oben ich, wir uns niemals anmaßen könnten, dass wir die Wahrheit wissen. Wir sind alle nur kleine Kinder, die Fragen stellen können. Mehr steht uns im Moment nicht zu. Und ich denke auch, dass die Wissenschaft erst am Anfang steht, über spannenden Reisetagen.